Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video teste ich für euch das Produkt OSIS Plus Mighty Matte. Wenn du gerade neu auf meinem YouTube-Channel bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner YouTube-Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken und wenn du Bock hast, auch die Glocke einschalten, dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Instagram habe ich natürlich auch, dort auch am Start. Gerne folgen, ich würde mich sehr freuen. Wie manche von euch wissen, lasse ich ja meine Haare lang wachsen. Umso länger die Haare werden, umso schwieriger wird es natürlich für mich, meine Haare zu stylen. Auch wenn die Haare jetzt nicht immer 1A top aussehen, ich werde trotzdem weiterhin am Ball bleiben und für euch Haarstyling-Produkte testen. Macht euch keine Sorgen, es geht auf jeden Fall weiter. Und heute geht es weiter mit dem Produkt OSIS Plus Mighty Matte. Bis dato habe ich wirklich nur positive Dinge über diese Produkte gehört, über die Produkte von OSIS Plus. OSIS Plus ist eine Produktlinie von der Firma Schwarzkopf. Ich teste heute die Haarcreme aus dieser Produktlinie. Und wenn das alles stimmt, was hier hinten so drauf steht, ja, hier hinten war nämlich ein kleiner Sticker drauf und dort stehen super vielversprechende Dinge drauf. Wie zum Beispiel, ohne Moment, ultra stark mattierende Creme, extrem starker Halt, starke Struktur und Definition, sehr starker Matteffekt, leicht einzuarbeiten und auszuwaschen, in das trockene Haar einarbeiten und ultra starke Kontrolle. Wenn das alles so ultra super geil ist, dann muss es ja ein ultra super geiles Produkt sein. Ob das wirklich so ist, erfahrt ihr jetzt. Ich habe das Produkt nicht nur in trockene Haare eingearbeitet, sondern auch in feuchte Haare eingearbeitet. Warum? Ich persönlich finde es immer ganz wichtig, dieses Produkt auch in feuchte Haare zu testen, denn wenn man sich duscht und anschließend die Haare stylt, dann sind die Haare halt noch feucht und man möchte das Produkt einarbeiten. Und jetzt habe ich beide Varianten ausprobiert. Kommen wir als allererstes zu den feuchten Haaren. Ich habe bei den feuchten Haaren so eine kirschgroße Portion genommen. Und wenn man sich dann hier mal das Produkt ein bisschen anschaut, das hat so eine gräulich, bläulich, grünliche Farbe. Wenn man es aber verteilt hat in den Händen, dann wird das eigentlich so ein bisschen weißlich. Habe es dann komplett in meinen Haaren verteilt und musste dann auch kurze Zeit später eine zweite Portion nehmen, weil für meine aktuelle Haarlänge brauche ich einfach nochmal eine zweite Portion in meinen Haaren. So, habe das alles schön verteilt. Irgendwann habe ich dann meinen Kamm dazu genommen, einen sehr groben Kamm, habe meine Haare so ein bisschen angepasst, ein bisschen geformt und dann hatte ich irgendwann meine Frisur. Ich habe auch kein Haarspray oder sonstige Sachen noch reingetan, sondern es einfach so gelassen, wie ihr das da jetzt aktuell sehen könnt. So, kommen wir zu den trockenen Haaren. Dort könnt ihr das Ergebnis gerade hier auf dem Kopf sehen. Aktuell sieht es hier so aus. Ich habe es auch in trockene Haare einmassiert, stand ja auch auf der Produktbeschreibung drauf. Da musste ich eigentlich nicht so viel Produkt nehmen. Also ich habe einfach nur eine Portion genommen und da habe ich schon gemerkt, das reicht mir schon von der Creme in meinen Haaren. Mehr muss da gar nicht rein. Dann habe ich meine Haare ein bisschen geformt, dann die Spitzen ein bisschen an die Seiten geformt, die Seiten ein bisschen nach hinten gezogen und dann habe ich dieses Ergebnis erzielen können. Kommen wir zum Produkt Rating. Als allererstes der Geruch. Leute, ihr glaubt nicht, wie das riecht. Ich habe es auch nicht geglaubt, aber es riecht tatsächlich so. Es riecht wie ein Wassermelonenkaugummi oder ein Melonenkaugummi. Ich mache das Ganze nochmal auf. 1A Melonenkaugummi. Ich schwöre es euch in die Hand, es ist Melonenkaugummi. Kauft euch das Produkt. Wer mir widerspricht, schreibt es bitte in die Kommentare rein. 100% Melonenkaugummi. Ich persönlich muss jetzt sagen, so finde ich jetzt nicht persönlich so geil. Riecht halt nicht männlich, aber ich denke mal, so ein paar Leute von euch werden das feiern. Deshalb gibt es da an dieser Stelle von mir 2,5 von 5 Punkten. Kommen wir zur Anwendung. Bei der Anwendung würde ich dem Produkt 3,5 von 5 Punkten geben. Ich konnte mich mit dem Produkt gut anfreunden, muss ich sagen. Auch wenn es eine Creme ist, konnte man das ganz gut verteilen in seinen Haaren. In den feuchten Haaren ging es ein bisschen besser als in den trockenen Haaren. All in all, denke ich mal, sind 3,5 Punkte aber ganz gut an dieser Stelle. Kommen wir zum Halt des Produktes. Ich habe, nachdem ich das Mighty Matte in meine Haare reingemacht habe, nichts anderes mehr verwendet. Also ist es nur das Zeug drin. Im Laufe des Tages sind an manchen Stellen meine Haare wieder aufgeploppt. Ich meine, meine Haare sind auch widerspenstig ohne Ende. Bei dünneren Haaren wird das sicherlich besser halten. All in all würde ich für den Halt 3 von 5 Punkten geben. Kommen wir zur Auswaschbarkeit. Bei der Auswaschbarkeit stand ja auch drauf, man kann es gut einarbeiten, als auch gut auswaschen. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also die Auswaschbarkeit des Produktes ist top. Da würde ich 4 von 5 Punkten vergeben, auf jeden Fall. Denn das ging nur mit Wasser wirklich einfach so aus den Haaren raus. Also da braucht man sich keine Sorgen machen, dass man irgendwie Beton auf dem Kopf hat und das nicht aus den Haaren rausgeht. Kommen wir zum Preis des Produktes. Das Produkt kostet ungefähr so roundabout 10 Euro. Könnt ihr auf Amazon bestellen. Den Link zum Produkt packe ich natürlich wie immer auch in die Infobox mit rein. 10 Euro für 85 Milliliter ist ein normaler Preis. Ich denke mal, für ein gutes Produkt darf man gerne mal 10 oder 20 Euro hinlegen und der Preis ist vollkommen angemessen für dieses Produkt. Deshalb gebe ich an dieser Stelle 4 von 5 Punkten.
das Gesamtrating? Hat das Produkt das gehalten, was es versprochen hat? Ich muss sagen, ja. Also all in all bin ich zufrieden mit dieser Haarcreme. Man kann es für mittellange bis lange Haare auch verwenden. Man kann es aber sicherlich auch für kurze Haare verwenden. Auch Leute mit dünnen Haaren kommen mit dem Produkt sicherlich ganz gut klar. Und ja, beim Gesamtrating 17 von 25 Punkten ist sicherlich ein gutes Ergebnis. Wenn ihr das Produkt mal abchecken wollt, wie gesagt, kann man bei Amazon bestellen oder auch in jedem Drogeriemarkt. Link packe ich in die Infobox rein. So, wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über euren Support. Support ist kein Mord, sondern ihr würdet mich ein bisschen unterstützen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr am Start seid. Also, gerne Daumen geben, gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Produkt sagt und welches Produkt ich als nächstes testen soll. Ich werde auf jeden Fall auf eure Comments eingehen. Bis dahin, macht's gut, adios, amigos. We'll be right back.